Und wir sind wieder zurück hier in der Gondel beim Gondelslam 2022. Ja, und wie Sie sehen können, haben wir den Stefan verabschiedet, aber haben jetzt 7 neue Gäste hier bei uns in der Gondel. Schön, dass ihr alle da seid. Ich darf euch ganz kurz vorstellen, Bernhard Wildauer, Direktor Zillertaler Tourismusschulen, dann natürlich die Staatssekretärin für Jugend und Zivildienst Claudia Plackholm und Peter Dornauer von den Tourismusschulen Zell am Ziller. Und 4 eurer Schüler habt ihr auch mitgebracht. Herzlich willkommen bei uns. Ich gebe euch vielleicht gleich mal die Mikrofone in die Hand. Claudia, schön, dass du bei uns bist. Ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast. Wir hatten die Bundesschulsprecherin da und den Tiroler Landesschulsprecher. Sehr interessantes Gespräch gewesen. Was sagst du dazu, dass diese jungen Wilden irgendwann mal ja, am Ruder von Österreich wahrscheinlich sitzen werden? Ja, ich habe die Bundesschülervertretung vorhin unten im Tal getroffen. Finde ich extrem beeindruckend und ich selbst habe auch genau in diesen Jahren angefangen, mich politisch zu engagieren und deswegen begrüße ich das auch immer, wenn viele junge Menschen da ganz einfach auch nachkommen, die das eigene Umfeld mitgestalten wollen, ob es in der Schülervertretung ist, ob es ehrenamtlich ist in vielen Vereinen in ganz Österreich, das macht es ganz einfach aus und das stimmt auch wieder zuversichtlich nach Jahren der Krise, wenn da einfach Junge am Ruder schon jetzt sind und nicht darauf warten, dass sie gefragt werden, sondern sie gleich zu Wort melden. Wir haben heute schon ganz viel darüber gesprochen, wie es für Jugendliche momentan ist, wie entscheidet man sich überhaupt, welchen Beruf man ausüben möchte. Vielleicht sogar eine Frage an euch Schüler. Wie war denn das bei der Berufswahl? Wie habt ihr den Weg eingeschlagen, vor allem den Weg im Tourismus und wie seid ihr auf die Idee gekommen, in die Richtung zu gehen? Vielleicht fangen wir mit den Damen drüben an. Also ich denke, wir sind schon immer im Tourismus aufgewachsen, im heimischen Doll. Und es ist einfach eine sehr sichere Sparte, wo man auch sehr viel aus sich rauskommen kann. Man ist selbstbewusst und man kann einfach viel mit den Menschen interagieren. Das ist es, was für mich so besonders macht. Für mich war es eigentlich eher das, dass ich daheim also einen Tourismusbetrieb beziehungsweise meine Großeltern haben einen gehabt. Und deshalb war das immer schon eine Branche, die was mich sehr interessiert hat. Ich glaube, was man da hinzuzufügen hat, ist, dass einfach der Tourismus brutal viele Chancen bietet, um Karriere zu machen, sei es in diversen Bereichen. Und Tourismus ist jetzt nicht nur die Küche und Service, sondern das umfasst ja ganz viele Gebiete, das heißt vom Marketing bis zum, ja. Magst du auch noch, oder? Nein. Vielleicht die Frage an euch beide. Wir haben vorher schon mit den Direktoren auch vom MCI in Innsbruck und von der Tourismusschule in Innsbruck gesprochen. Wie geht man denn auf die Schüler zu? Vor allem, wie bekommt man denn frisches Fleisch? Es ist ja jeder Fisch im gleichen Becken und es ist momentan ja nicht ganz so einfach, wirklich Leute an die Schulen zu bekommen. Ja, einfach ist es vielleicht im Moment nicht, aber wir gehen an die Schulen. Da gibt es ja die Berufsorientierungsabende, stellen unsere Schule vor. Aber viel wichtiger bei uns ist, dass die Schülerinnen und Schüler, die bei uns Schule gehen, eigentlich die besten Botschafter unserer Schule sind. Sie sind ja viel authentischer, als wir das zum Teil sein können. Und wir haben eine ganz tolle Partnerschaft an der Schule. Und der Lehrkörper schätzt das Engagement und auch einfach die Aktivitäten unserer Schülerinnen und das sind für uns eigentlich noch wichtiger als irgendwelche Einschaltungen oder Werbeveranstaltungen von uns selbst. Jetzt ist manchmal dieser Beruf im Tourismus ein bisschen verpönt, weil man sagt, man verdient nicht viel, die Arbeitszeiten sind eigentlich nicht gut. Was könnt ihr dem vielleicht entgegensetzen? Denn eigentlich ist dieser Beruf ja ein viel schönerer, als man es vielleicht von außen vermuten möchte, weil man auch viel im Kontakt mit anderen Menschen ist. Ja, ich glaube, es ist ein wunderbarer Beruf. Ich war selber auch viele Jahrzehnte eigentlich vorher in diesem Beruf, in der Gastronomie draußen. Und wir vermitteln unseren Schülern schon viel, viel mehr, auch was man so normalerweise an der Schule vermittelt. Wir machen viel. Wir zeigen ihnen auch die Welt. Das ist auch eine ganz tolle Sache. Wir betreuen viele Events. Das ist auch eine Werbung für uns. Ganz toll. Jetzt, was auf uns zukommt für diese Schüler, übermorgen fliegen die in die USA. Da betreuen wir Formel 1 Grand Prix in Austin. Mit der nächsten Partie sind wir in Mexiko wieder im Einsatz. Wir werden auch heuer wieder Kitzbühel betreuen und so weiter. Also das ist für uns auch Marketing. Und da zeigen wir ihnen auch diese tollen Sachen, diese Seiten, die sie sonst nicht sehen. Und ich glaube, der Beruf selber ist ein wunderschöner in der Gastronomie. Und dann gibt es ja diese Berufsweltmeisterschaft, Claudia, die World Skills, die finden Ende November in Österreich statt. Und ich glaube, da schneiden unsere Lehrlinge aus Österreich immer sehr, sehr gut ab. Jetzt machen wir vermutlich in Tirol nicht beliebt, wenn ich das sage, aber ich sage immer, in Österreich sind wir vielmehr eine Lehrlingsnation und eine Fachkräftenation als eine Skination, weil unsere jungen, talentierten Fachkräfte bei den Weltmeisterschaften der Berufe, bei den World Skills jedes Jahr mehr Medaillen mit nach Hause nehmen als wie bei der Ski-WM. Und das muss man sich immer auf der Zunge zergehen lassen. Das muss man sich immer auf der Zunge zergehen lassen. Aber es stimmt, wir haben in vielen Bereichen einen ganz eklatanten Fachkräftemangel, aber an was uns definitiv nicht mangelt in Österreich, sind junge, talentierte
interessierte, motivierte Leute. Und deswegen ist mir also wichtig, in meiner politischen Arbeit immer diese jungen Menschen auch vor den Vorhang zu holen und gleichzeitig auch wieder Frische zu motivieren, auch insbesondere für Lehrberufe. Mhm. Weil wir haben natürlich das Problem, dass Lehrberufe oft ein bisschen als Plan B abgestempelt werden. Wenn es mit der Schule nicht hinhaut, dann mache ich eine Lehre. Und das ist genau der falsche Zugang. Wir brauchen auch dort und haben Gott sei Dank auch dort viele geschickte junge Leute. Aber genau deswegen müssen wir auch die Lehre mit allen Möglichkeiten ausstatten, also dass wir genauso ab der Lehrabschlussprüfung ein durchlässiges Bildungssystem haben und sämtliche Türen auch offen stehen. Das tun sie ja heute schon und das ist gleichzeitig die beste Investition in die Zukunft, weil wenn man daran denkt, wer denn die Arbeitgeber heute sind, dann haben die oft Jahre oder Jahrzehnte früher als Lehrlinge angefangen. Also die Lehrlinge von heute sind die Fachkräfte von morgen und die Arbeitgeber von übermorgen. Mhm. Und das muss man sich immer bewusst sein. Mhm. Laut den Zahlen vom Oktober hat es jetzt einen Zuwachs von 30% gegeben bei Lehrlingen im Bereich Tourismus und Freizeitwirtschaft, Banken und Versicherung sowie Information und Consulting. Kann man da genau sagen, wie viel auch den Tourismusbereich auch entfallen ist? Ich weiß, dass die Zahlen gestiegen sind jetzt im Gegensatz zu 2019 vor Corona. Kann man ungefähr sagen, wie viel das wirklich im Tourismus und der Freizeitwirtschaft ist? Die genauen Zahlen habe ich jetzt nicht parat, aber ich glaube, es ist einfach der beste Beweis dafür, wie schon gesagt worden ist von den jungen Leuten selbst, dass Tourismus ganz einfach eine sehr, sehr attraktive und vor allem vielseitige Branche ist. Jeder Tag schaut anders aus, jede Saison schaut anders aus. Man hat mit Menschen zu tun, kann aber genauso auch im Marketing oder auch im Studium sich immer laufend weiterentwickeln, weiterbilden und Karriereoptionen stehen einem dort sehr, sehr viele möglich. Vielleicht eine Frage an Sie beide wieder. Jetzt gibt es auch sehr viele neue Trends im Bereich des Tourismus, gerade wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, aber auch Digitalisierung. Inwieweit werden diese Fächer jetzt in der Schule schon behandelt? Ob uns sehr stark. Wir sind spezialisiert auf dem Bereich digitales Marketing in der internationalen Reisewirtschaft. Und wir haben gerade einen Preis gewonnen für das Thema Nachhaltigkeit in Südtirol, also im Bereich Alpen Adria, dass wir hier mit unseren Konzepten der Nachhaltigkeit sehr erfolgreich umgehen. Aber da könnte unser Fachverstand einiges drüber noch sagen. Ja, wir haben seit vielen Jahren, sind wir eigentlich, kann man schon sagen, Vorreiter im Bereich Regionalität und so weiter. Da haben wir ganz viele Projekte gemacht und konnten heuer eben diesen, unter anderem den Euregio-Preis für uns entscheiden unter 86 Einreichungen. Aber ich darf nochmal vielleicht ganz kurz zurückkommen. Ich unterstütze das sehr, was die Staatssekretärin sagt mit den Lehrlingen. Das ist so wichtig. Mhm. Nur haben sie aus meiner Sicht einfach von den Schülern, das hat sich ein bisschen geändert. Gell? Und es ist oft schwierig für 14-, 15-jährige Schüler an einem Betrieb, wie es bei uns ist, in Saisonbetriebe hinein, ein bisschen geschmissen zu werden. Und ein junger Mensch braucht einfach, der braucht ein tägliches Coaching. Und das fehlt uns oft. Und deswegen haben wir leider immer wieder relativ viele, die dann sagen, ich brich das wieder ab oder ich schaffe das nicht. Und deswegen sage ich immer, auch die Fachschulen, wir müssen mehr zusammenarbeiten, Lehrlinge, Fachschulen, dass man die jungen Leute über dieses Alter, dass man sie gut reinbringen in den Beruf, bis sie 16, 17 Jahre sind. Und dann sind sie so weit, wo man sie in die Wirtschaft draußen reinbringen in die Betriebe. Und wir haben die Erfahrung, dass die wir dann ausbilden in den Hotelfachschulen, dass die dann auch wirklich draußen bleiben. Und das muss unser Ziel sein, dass wir diese Leute, die jungen Leute gewinnen für die Zukunft, für die Betriebe. Wir haben heute schon mit dem Kochweltmeister gesprochen. Er hat gesagt, wir haben so viele Lehrlinge wie nie, aber 60% machen diesen Lehrabschluss gar nicht, weil es so stressig ist. Natürlich in der Küche nochmal vielleicht zusätzlicher Stress. Aber gesagt, eine Lösung wäre zum Beispiel eine 4-Tage-Woche für Lehrlinge. Sind an solche Maßnahmen vielleicht zu denken in dem? Ich denke schon, dass man das auch andenken kann. Ich habe das gehört, das war sehr kritisch. Der Philipp Stoner hat das aber auch auf den Punkt gebracht. Und so ehrlich muss man sein, das muss man ansprechen. Und ich denke, dass man einfach, das wäre auch eine Lösung, vielleicht 4-Tage-Woche. Aber ich glaube, dass einfach die Betreuung, die individuelle Betreuung von den jungen Menschen extrem wichtig ist, dass wir die nicht verlieren. Und da finde ich eben eine Hotelfachschule, wo man sie 15, 16, 17 Jahren, da haben sie nach 3 Jahren nicht nur in Anführungszeichen Kochabschluss, sondern auch nicht nur Kochküchen, sondern auch Restaurantfachmann, Restaurantfachfrau, Hotelkaufmannfrau und dann können wir sie raus und dann sind sie gut geschult mit vielen Zusatzqualifikationen, die wir auch noch anbieten, Käsekenner, Barkeeper und so weiter. Und da muss man einfach daran arbeiten, zusammenarbeiten, auch mit der Wirtschaft, Wirtschaftskammer, das wäre mir ganz ein großes Anliegen. Vielleicht noch einmal die Frage an die Jungen. Jetzt wissen wir alle, dass sich bei den Jugendlichen die Werte ganz, also wirklich verändert haben im Gegensatz zu mir. Ich bin jetzt Millennial, ihr seid eine ganz andere Generation und ihr habt auch ein anderes Werteverständnis. Wie wichtig sind euch denn in Zukunft überhaupt Gehalt oder sind immaterielle Sachen wie Lifestyle, Work-Life-Balance, Menschlichkeit, was sind so die Beweggründe, den Beruf zu wählen, den ihr wählt?
Ja, also ich glaube, da muss man schon ganz klar sagen, dass umso mehr Freizeit man hat, dass man einfach mehr Geld braucht. Man will ja was unternehmen und wenn ich jetzt auf vier Tage... Also weniger arbeiten, mehr Geld quasi. Nein, nicht weniger arbeiten, mehr Geld, aber es wird sich nicht spielen, dass jeder nur noch vier Tage arbeitet, aber das Gleiche oder noch mehr verdient. Also irgendwo muss ja der Mangel da, das ist ja eine Endlosschleife, was da ist. Und also ich glaube schon, dass in gewissen Bereichen man sicher Verbesserungen machen kann, aber man muss einfach wirklich genau sagen, man muss schon, also schon was erreichen, damit dass ich mir dann das leisten kann, also nur noch vier Tage arbeiten. Aber stimmt dir dem zu, dass ihr anders vielleicht aufwachst, als das bei uns noch der Fall war, dass sich das schon ein bisschen verändert hat? Ja, ich glaube schon, dass sich einfach das Bild in der Gesellschaft auch verändert hat. Also einfach im mehr, also Fokus auf Freizeit und so bei den meisten Menschen einfach liegt. Aber ich denke, dass wenn man Leidenschaft in dem Beruf hat und wenn einem das Spaß macht, dann ist das wie Freizeit, das Arbeiten. Also ich kann jetzt von mir persönlich aus dem Praktikum sagen, das sind die nettesten Sommer gewesen, wenn ich mehr gearbeitet habe, als wenn ich weniger in der Arbeit war, weil es war untereinander einfach wie Freundschaft und es hat einfach Spaß gemacht, weil wir auch eben die Skills mitbringen, die man braucht. Ich merke also, der Tourismus ist in wirklich guten Händen in Österreich. Vielen, vielen Dank. Leider ist die Zeit schon wieder vorbei. Es geht einfach zu schnell. Ich weiß, wir könnten ewig weiter plaudern. Claudia Blackholm bleibt noch ein bisschen bei uns auf der Couch sitzen und ich gebe ab in eine ganz, ganz kurze, klitzekleine Werbepause und wir sind gleich zurück mit der Talfahrt. Let's get together now and sing louder. We're gonna rule the world. We've got the power right on the edge of life. We are making history.